Leute, was geht ab? Hier ist euer Bus- und Bahnexperte und willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich bin heute draußen. Dieses Video wird auf zwei Teile gehen. Falls ihr euch wundert. Ja, auf jeden Fall zwei Teile. Am Sonntag bin ich draußen. Corona-Maßnahmen wohl verschärft. Jetzt geht man im Bus und Bahnen und so wie an der Haltestelle FFP2-Maskenpflicht, keine OP-Masken. Ja. Und dahin kommt schon der 29er Richtung Kaltenhausen-Krölz. Ja, schön. Schön wieder am Kreisverkehr so drin. Ja, gleich über den richtig. Ja, gleich über den richtig, den Bus. Der 29er von der DVG angetrieben. Man hört den ganz leise. Motor ist so leise, dass man ihn fast hört. Ja. Zeigen wir euch den. Zeigen wir euch dann mal den 29er. So, wenn der Bus gleich abfährt. Ja, sehr sonnig, aber trotzdem kalt. Ich fand es gestern wärmer als heute. Weil ich bin gestern mit T-Shirt zu meinem Vater gefahren, ich hab mir Jacke angehabt. So warm auf einmal die Jacke aufgemacht, ganz normal. Und ja, ich hab schon mal die Jacke aufgemacht. Dann bin ich gestern in Aldi gegangen, in Duisburg, Walsum. Nach Aldi. Ja, ich war in Walsum. Ich hab vergessen, natürlich einen Vlog zu machen, wo ich in SB40 saß. Aber das kommt noch, das kommt noch. Tut mir leider leid. Mir verguckt das so, wenn ich einen Vlog bin, ich bin 40 Mal. So, in 4 Wochen fahre ich wieder zu meinem Vater. In 5 Wochen fahre ich wieder zu meinem Vater. Auf jeden Fall kommt auch ein Vlog, wenn ich mit dem SB40 fahre. Genau wie mit der Straßenbahn 903 nach Walsum, Fasanenstraße fahren. Da kommt auch noch ein Vlog dazu. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das schaffe, weil die Rückweg bringen die mich ja nach Hause. Da fahre ich nicht mit dem Bus und der Bus fährt natürlich ab, da der 29er nach Kallenhausen-Krölz fährt er jetzt weiter. Wir gucken mal an der Bushaltestelle jetzt mal nach. Gleich müsste der 29er kommen. Und da gucke ich jetzt mal auf die Uhr. Warte. Auf die Uhr. 16:22 Uhr. Dann müsste der ja gleich kommen. Die Haltestelle wird auch bald erneuert. Ich weiß leider nicht wann. Okay, 37 kommt der, ist von der DVG, und fährt nach Sport, der fährt eigentlich Osteingang, aber fährt weiter nach Sportpark. Die Takt ist sehr gut, Zeitplan ist sehr gut, weil Montag bis Freitag und Samstag alle 15 Minuten, Sonntag und Feiertagen, heute ist ja Sonntag und Feiertag, alle halbe Stunde. Um 8 Uhr fährt der hier an. Endet kurz nach 10. Kurz nach 10 endet der. Ist der letzte Bus. Okay. Der NE2 fährt auch bis nach Duisburg-Hauptbahnhof Ortseingang. Der fährt nicht bis nach Sportpark. Der 29er Richtung Sportpark. Hier Richtung Hauptbahnhof Osteingang, auch von der DVG.
Da wird auch die Schwester Firma von U-Bahnreisen, die Deutsche Bahn und Divanreisen Montag und Donnerstags. Beginnt der ab 23 Uhr, fährt bis 1 Uhr. Bis 1 Uhr fährt der, wow, freitags, ja. Freitag hat er andere Zeiten. Okay, da fährt der von 23, kommt der erste Bus um 23 Uhr, letzte Bus um 2.47 Uhr. Samstag, auch andere Zeit. Dann geht der 23 Uhr, kommt der erste Bus. Und der letzte Bus um 7 Uhr morgens, kurz vor 8. Wow. So, Sonntag und Feiertag beginnt der um 23 Uhr, kommt der erste Bus. Kurz vor 2 kommt der letzte Bus. Ja, die Haltestelle wird bald erneuert, habe ich gehört. Ich weiß jetzt von der DVG, ja, ich war persönlich, wo ich gestern im Bus saß, haben die so geredet, da haben die, hat einer gefragt, wer nach alle Haltestellen. Hat irgendwie einer gefragt, keine Ahnung was, habe ich dann noch gefragt, ob alle Haltestellen erneuert werden, beim Fahrer und bei DVG Kundencenter. Die meinten, ja, alle Haltestellen werden erneuert, außer die U-Bahn-Haltestellen, Steinische Gasse, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf, U-Bahnhof und hier, wie heißt die andere, auf den Damm und Meiderich Bahnhof, die werden nicht erneuert. Sonst werden alle komplette Bus- und Bahnhaltestellen umgebaut in moderne. Da ist der 924er von U-Bahnreise. Ja. In der 924er. Der fährt auch bis er keinen Haus kriegt, aber der hält da. Das war die alte Lackierung. Ja, das ist die alte. Die neue ist, bin ich auch mal gefahren. Die fährt auch sehr, ist auch sehr gut. Ja, sehr gute Position zum Füllen. So. Die erste Ersatzhaltestelle. Wollen wir uns mal angucken, ne? Wir wollen jetzt mal die Ersatzhaltestelle angucken. Von der 920er 914 und der 924. Ersatzhaltestelle ist immer noch da, aber die erste Seite von Bushaltestelle ist schon fertig. Jetzt kommt die andere Seite, die Richtung Stadtmitte. Führt, ist dran. Es werden alle halt schon komplett saniert. Dann gucken wir uns mal an. Dann laufen wir die komplette Mörserstraße bis nach Stünning. Dann zeige ich euch, wie die Haltestelle aussieht. So. Und dann gucken wir mal, ob wir mal nächstes Mal, wenn es so lockerer ist und so, wenn ich mal mit meinen Kollegen treffe, ob wir mal mit dem Bus bis nach Lehmbruchmuseum. Weil da ist so eine zweite Variante, wie die Haltestelle auch aussehen soll. Die ist nur in manchen Haltestellen, nur die Altstadt, Innenstadt, so wie Rheinhausmarkt oder so aussehen. So, hier ist die erste Ersatzhaltestelle. Gucken wir uns mal an. 920er in Richtung Kreuz. Genau. Johanniterkrankenhaus startet um 4 Uhr in Stunde, dann um halbe Stunde, dann wieder um halbe Stunde, dann 15 Minuten ab 7 Uhr um 15 Minuten Takt, bis 20 Uhr um 15 Minuten Takt, dann ab 1 und 20 Uhr in halbe Stunde Takt bis 22 Uhr, dann um 23 Uhr kommt der letzte Bus, kurz vor halb 0, halb zwölf. Der 24er nach Kellenhaus Kretz, wie wir gerade schon gesehen haben, von der Schwesterfirma. Lange Haltestellen. 4.22 Uhr, 5.22 Uhr.
dann alle halbe Stunde bis 19 Uhr, dann eine Stunde bis kurz vor halb wieder, kurz vor halb zwölf, Samstag bis 5 Uhr, eine Stunde, startet um 4 Uhr, alle halbe Stunde, dann bis 19 Uhr, dann wieder eine Stunde Takt bis 23 Uhr. Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr fährt der erste los. Okay, ab 8 Uhr fährt er los. Der letzte Bus ab 23:22 Uhr, der letzte Bus, der 914. Bis zur Turmstraße. Er hält eigentlich Rheinhausen-Markt, aber ja. Da ist schon der 914 bis nach Moers. Der 914, der fährt eigentlich bis nach Rheinhausen-Markt, aber er fährt noch weiter. Fährt noch weiter bis zur Turmstraße, Montag. Er hat ganz komische Zeiten. 5 Uhr fährt er los, dann eine halbe Stunde Tag ab 6 Uhr, dann 15 Minuten Tag ab 7 Uhr, dann. Keine Ahnung, warte. Dann 10 Minuten später, dann nochmal 20 Minuten später, doch 20 Minuten später, dann immer so weiter. Keine Ahnung, komischer Fahrplan. Ich hab keine Ahnung, ab bis 19 Uhr fährt der, dann 2 Stunden später, ab 21 Uhr, Samstag ist das jetzt. Und dann nochmal 2 Stunden später der letzte Bus um 23 Uhr. Wow. SE2. 0.07 Uhr kommt der erste Bus, dann um 1.07 Uhr, dann um 2.07 Uhr kommt der letzte. Genau wie da. Freitags, der fährt dann bis 4.07 Uhr. Samstags fährt der bis 8.07 Uhr bis morgens, wow. Dann Sonntag und Freitag um 0.07 Uhr bis 2.07 Uhr, wow. Der fährt bis da oben in Rathaus, das heißt, der hält da hinten, da wo wir gerade waren, hält der, fährt noch weiter bis da oben in Rathaus, wow. Dann laufen wir mal zu den bekanntesten Haltestellen, die eigentlich wären. Merkt euch die Ersatzhaltestelle. Da ist die Ersatzhaltestelle. Jetzt zeige ich euch, wo die altbekannteste Haltestelle in Johanniter Krankenhaus ist eigentlich. Wir laufen mal hier lang, weil ich will euch das mal zeigen, weil ich finde es blöd, warum die DVG voll weit weg gemacht hat. Da hinten ist die Ersatzhaltestelle, der wisst ihr ja. Und ich frage mich, warum die DVG nicht mal dran gedacht haben. Die Fahrplanaufhänge ist wieder da, im Haltestelle Johanniter Krankenhaus. Sie waren vorher in Marientor Haltestelle. Leider war ich dort nicht, aber habe ich von anderen YouTuber bekommen. Ich finde es blöd, warum machen die Ersatzhaltestelle nicht hier? Warum erst da hinten? Weil da ist die altbekannteste Haltestelle. Und warum nicht hier? Dann müssen die nicht so weit laufen, die jetzt ein Krankenhaus müssen. Oder einen Corona-Test hier machen müssen. Dann müssen die nicht so weit laufen. Ich weiß, das ist kurz, aber müssen die trotzdem gar nicht so weit laufen, oder? Oder wollt ihr so weit laufen? Schreibt mal in die Kommentare. Wenn da hinten eine Ersatzhaltestelle ist, kurz vor Lidl, und hier wäre eine gute Möglichkeit, eine Ersatzhaltestelle zu packen. Warum? Würdet ihr so weit laufen, bis da hinten, über die Ampel, dann in den Park rein? Oder würdet ihr sagen, oh, direkt daneben, neben den Lidl, ist gut,
Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben? Das würde mich freuen. Unten in die Kommentare. So, da ist die neuere Haltestelle-Bereich. Ja, wir laufen auch später mal durch die Baustelle. Wir gehen aber erstmal dahin, dann zu die andere Haltestelle, Ersatzhaltestelle. Und dann laufen wir bis zum Bergheimer Straße. Ja. Laufen wir später wieder. So. Da soll die barrierefreie Haltestelle aussehen. Mit Haltestellhäusern. Die soll ein bisschen moderner werden. Aber ich frage mich schon, wie schön das werden soll. Mit Glas, komplett glasig oder auch Gras da. Das werdet ihr auch sehen auf meinem Kanal. Es gibt schon ein paar Haltestellen, die Glasdach haben. Und hier ist die Neuerung an der Bushaltestelle Johanniterkrankenhaus. Und hier ist die Ampel. Hier, merkt euch diese Stelle. Hier ist eigentlich die Haltestelle. Die nächste Ersatzhaltestelle, die Richtung Stadtmitte führt. Der neue 20er Richtung Stadtmitte, der neue 14 Richtung Mörs, der neue 24 Richtung Winkelhausen Bruchstraße, da auch wo der 028 Endstation hat, die halt von Stadtmitte bis nach Winkelhausen Bruchstraße fährt, oder Kuhtor. Da Kuhtor gehen wir auch bei den, ja, mit meinen Kollegen. Ja, laufen wir mal zu der nächsten Ersatzhaltestelle, die ich gleich hier um die Ecke, wenn man hier entlang geht, da ist direkt die Ersatzhaltestelle. So, nochmal zum Kreis. Jetzt die Haltestelle. Noch weiter da hinten ist die Haltestelle Richtung Kallenhausen. Die nächste Ersatzhaltestelle Richtung Stadtmitte ist gleich hier um die Ecke. Da gehen wir jetzt hin. Die ist ein bisschen tiefer gelegt. Wisst ihr ja, weil ich bin ja so groß. Und ich muss ja dahin an der Haltestelle so strecken. Aber hier ist die Ersatzhaltestelle von den Buslinien. 920er, 924er. Der 914 fehlt. Ihr fragt euch, wo ist der 914? Hält der hier? Ja, der hält hier. Wo ich war hier, wo ich letztens spazieren war, ist er hier abgebogen, hat hier gehalten. Aber warum ist der hier nicht drauf? Ist die noch im Marento? Gehen wir mal bald mal gucken. Ne? So, da ab 4.08 Uhr kommt der erste Bus. Halbe Stunde bis 5.38 Uhr. Dann wieder so komische Takt. Ja, die haben alle so komische Takten. Das hat ja fast wie der 924. Genauso wie hier. An 914. Genauso wie hier. Ab 5.03 Uhr kommt der erste bis 6.03 Uhr. Dann halbe Stunde Takt bis 20.34 Uhr, dann ab 21.03 Uhr kommt wieder eine Stunde Takt bis 0.03 Uhr. Genau wie da. Okay. Ersatzhaltestelle. Ich frage mich, warum, Leute, was macht ihr überhaupt mit den ganzen Ersatzhaltestellen? Müsst ihr da reinsprühen? Guck mal, es gibt Leute. Und ich frage mich, DVG, es gibt Leute, die nichts sehen können. Und die wissen nicht, wo die Ersatzhaltestelle ist. Warum macht ihr nicht einfach so, halt so, Markierung, also Ausstrahlung, die ihr ja kennt, zeige ich euch gleich. Kennt ihr bei den Ampeln, wenn man drückt, halt für die Blinden, nichts
halt für die Blinden, kennt ihr ja, die Ampel die Ampeln vibrieren, wenn die auf grün ist. Und ich frage mich, warum lässt ihr keine Markierung da, wo die Ersatzhaltestelle sind? Das ist so schade für die Blinden. Wir sind auch fast an der Bergheimer Straße, eine Bushaltestelle. Da ist auch eine Ersatzhaltestelle. Wir laufen auch lang. Wir laufen dann bis Stünning, dann wieder zurück. Halt durch den Park gleich. Ich zeige euch gleich mich selbst. Aber wir laufen erstmal bis in Bergheimer Straße. Weil da ist die nächste Haltestelle. Hier ist ja die Bundesverkehrsstraße. Und ja, da kommt auch schon der Bus 020. Oh geil. 020 ist auch gut. Dann gehen wir auf die andere Seite von der Straße gehen auf die andere Haltestelle, weil er dann 920 fährt. Warten einfach. Der 920 kommt. Auf jeden Fall, ja. Da kommt auch schon der 920 von der DVG. Ist gut. Mhm. Ja, bisschen modern. Der 920 Richtung Sportpark. Ich wusste gar nicht, dass der Sonntag bis zum Sportpark fährt. Wusste ich überhaupt nicht. Ja, hier hält er. Perfekt. Ja, da gehen wir gleich mal hin, wenn der Bus weg ist. Sehr nah von der Ersatzhaltestelle, aber kann man ja nichts machen. Hier hält der 920er und der NE2. Da fährt eine halbe Stunde Takt. Warum da hinten 10 Minuten Takt fährt, keine Ahnung. Und da hinten, hier ist eine halbe Stunde und da von 4.10 Uhr beginnt der halbstündlich bis 6.45 Uhr. Dann ab 7 Uhr, 15 Minuten Tag bis 19 Uhr. Hier schon wieder 20 Uhr 2, 17 Uhr, 17 und 40. Dann halbe Stunde Tag ab 21 Uhr 10 bis 22 Uhr 40. Der letzte Bus um 23 Uhr 10 ist gut, genauso wie hier. Ist halt fast wie da, aber hält an auch gleich. Ab 8.10 Uhr beginnt der. Der letzte Bus in halbe Stunde Tag kommt erst um 22.40 Uhr und der allerletzte Bus im Stundentag um 23.10 Uhr. Da fährt der ab 23.50 Uhr und der letzte Bus ab 21.50 Uhr. Das ist NE2. Das ist 29er Richtung Sportpark. Der NE2 Richtung Hauptbahnhof Osteingang. Der letzte Bus, der erste Bus ab 23.50 Uhr. Der letzte Bus ab 2.50 Uhr. Oh, hier ist anders. Freitag, Samstag. Ab 23.50 Uhr und hier ab 7.50 Uhr. Sonntag ab 23.50 Uhr und der letzte Bus ab 1.50 Uhr. Ich finde die Takten bei der DVG. Die DVG hat die besten Bus- und Bahnnetz. Ist halt, weil die NIAC, die kann überhaupt nichts.
eigentlich war ja geplant, dass die NEAG Fahrplanwechsel macht, halt die ganzen Zeiten umändert und die ganzen Linien umbaut, wie bei der PVG. Und eigentlich war geplant noch, dass die 920 nach Moers Kapell fährt, aber die Kreis Moers wollte das nicht. Moers wollte das nicht. Ich frag mich warum. Guck mal. Das ist so. Die müssen Kallenhausen-Kreuz umsteigen in den Bus hier. Weil die Linie 3 endet in Grenze Moers und Duisburg in Kallenhausen-Kreuz und fährt dann ab dort fährt dann der 920er Richtung Duisburg Stadtbezirk. Da finde ich doof. Warum die Linie wieder das nicht wollte. Stadt Moers gehört ja zum Kreis Wesel. Ich gehe jetzt zu der anderen Haltestelle. Die ist gesperrt. Und ja, die ist gesperrt. Keine Ahnung, warum da die auch gesperrt ist. Die hätte hier ganz normal nach da links und dann gern zum Mai weiterfahren können. Aber irgendwie fällt der. Ach, ich finde das voll blöd. Mann! Ich finde das voll blöd. Die Schnellbuslinie, die gibt es seit 2018 nicht mehr. Seit dem Fahrplanänderung. Wann wurde der Fahrplan geändert? Ab den 2. Ne, warte. Ich guck nachher nach, ab wann Fahrplan geändert wurde. Tja. Und sage ich dann im zweiten Teil dann, wann der Fahrplan geändert wurde. Weil ich glaube, so ein Schnellbus. Die Foto von Rheinhausen Rummel an der Kölbe Foto bis nach Stadtmitte im Schnellbusleben. Die Linie einmal Rummel-Friedhof. Im Impelmann, Johanniter-Krankenhaus, Hochfeldstraße. Ja. Und immer so weiter bis nach Stadtmitte. Pauluskirche. Und dann komplett Richtung einmal Krämerstraße, Kaljarstraße, Krämerstraße, dann Richtung Hauptbahnhof direkt. Hier steht sogar Haltestelle Bergheimerstraße, Linie 920er Richtung Kallenhausen-Kreuz. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Straßenbauarbeiten wird diese Haltestelle von Dienstag, den 2.3.2021, ab ca. 7 Uhr bis voraussichtlich Ende Mai 2021 auf der Moerser Straße von der Einmündung Kreuzacker Zurückverkehr legt. Wir bitten um Ihr Verständnis, Ihre Duisburger Verkehrsgesellschaft AG. Ja, die Haltestelle wurde verlegt. Ich frage mich, warum. Seht ihr da hinten irgendwo Bauarbeiten? Wir sind gerade da lang gelaufen, da sind keine Bauarbeiten. Hier ist die Haltestelle Bergheimer Straße. Eigentlich müsste da noch stehen der 920 und NE2. Der NE2 hält ja auch hier. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Steht sogar selbst. Der 920er. Die Kamera ist gerade schlecht, warte. Da. Die 29er. Ja, das verstehe ich nicht. Wir laufen mal zu der Ersatzhaltestelle. Dann laufen wir zu die andere Haltestelle. Das seht ihr in Part 2 von Bus und Bahn. Experte. Das verstehe ich nicht.
weil wir laufen gleich Richtung Mörs, Richtung Rheinhausen, Güntherstraße und Stünning. Da sind auch zwei bekannte Haltestellen. Da ist eine Haltestelle, die schon modernisiert wurde und die komplette Straße modernisiert wurde. Ja. Guck, jetzt sind wir an der Ersatzhaltestelle. Ja, wie kommt man da hin? Bus, DVG. Ihr habt eine Ersatzhaltestelle in nirgendwo gemacht. Hier ist ein Zaun. Wie soll man da rüberkommen? Hier ist die Ersatzhaltestelle. Direkt an der Hauptstraße. Seid ihr denn? Verstehe ich überhaupt nicht. Was zeige ich euch jetzt? Da ist der Bus. Der Bus. Der biegt ja links ab direkt. Wo soll er denn hier einsteigen, DVG? Hier musst du ja aufpassen, wenn du hier rüberläufst. Als Rollstuhlfahrer. DVG, könnt ihr das nicht über barrierefrei machen, wo kein Zaun davor steht? Guckt euch. Hier ist ein Zaun. Ein Zaun. Die geht bis hierhin. Hört einmal kurz auf, ist kurz eine Lücke Richtung Hauptstraße, dann geht die weiter, bis zum Baum. Und hier kann man irgendwie rüber, aber man kommt auf der anderen Seite nicht rüber. Wo soll der Bus hier halten? Man hätte dann, pass mal auf, man hätte doch die Ersatzhaltestelle nicht hier hingesetzt, sondern da hinten. Bitte. Man hätte die Ersatzhaltestelle doch da hinten hingesetzt, doch nicht hier. Das verstehe ich nicht. Das wollte ich auch noch euch zeigen. Direkt an der Hauptstraße. DVG, ihr seid prima. Nicht barrierefrei ist das. Nicht mal barrierefrei. Hier kommt nirgends so ein Rollstuhl durch. Hier kommt nirgends so ein Fahrrad oder ein Rollstuhl. Fahrrad, ja. Da könnte man ja hinten anschieben. Aber ein Rollstuhl, die kompliziert man. Guck mal, der Platz. So Platz hat man für einen Rollstuhlfahrer. Ja. Oder für einen Rollator. Da kommt man nicht mal auf die Idee, den Zaun mal nach Stadt Duisburg zu fragen, ob man den Zaun mal wegmachen kann. Oder die Ersatzhaltestelle nach da auf der anderen Seite hinzulegen. Wo man ab, wo der Bus abbiegt. Habt ihr ja selber gesehen, wo der Bus abgebogen ist? Warum nicht da? Das verstehe ich nicht. DVG. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wir laufen jetzt mal zu der anderen Haltestelle, zu der Bushaltestelle in Stünning. Laufen wir jetzt hin und zeigen uns euch, zeige ich euch mal die andere Haltestelle. Aber guck, jetzt über den Zaun. Wie soll der Bus da halten? So ein Gelenkbus. Ich habe mal eine gesehen. Ein Rollstuhlfahrer wollte in Bergheimer Straße aussteigen. Habe ich so einmal erlebt. Ein Rollstuhlfahrer wollte ein Haltestelle. Von Stünning bis hier in Bergheimer Straße. Der Rollstuhlfahrer hat sich bei der DVG beschwert, dass sich barrierefrei, warum ist denn Zaun dazwischen, warum wir gar nicht durch? Hat sich mal bei der DVG beschwert, hat er mir erzählt. Ja. Ist nicht barrierefrei, Alter. DVG, was bringt bei euch denn ab? Habt ihr Langeweile oder was? Das ist so ein Irrsinn. Oder man hätte, guck mal hier, guck. Alles frei. Dann hätte ich auch in der Satzzeit machen können. Für 30 Tonnen Bus. Ich weiß jetzt,
weil ich habe ja Bussimulator 18 und da sind ja auch, wie viel Tonnen ein Bus wiegt, ein Gelenkbus, ein Setra, Mercedes-Benz und so, wie viel Tonnen so ein Bus wiegt. Und ich, ein Solo-Bus, ein Standard Citaro K-Bus, Mercedes Citaro K, wiegt durchschnittlich 10 bis 8 Kilo. 10 bis 8 Tonnen schwer wiegt der Bus. Ja. So. Da ist ja dieses Hauptbundesverkehrsautobahnstraße mit so ein kleiner Weg für Radfahrer und Fußgänger. Da verstehe ich nicht, warum die da Bäume hingepackt haben. Verstehe ich nicht. Man hätte doch hier die Bäume weglassen können. Hättet man hier Bäume hingepackt. Nein, Stadt Duisburg will lieber hier Bäume hinpacken. Sender auf der Straße. Man hätte auch einen Fahrradweg hier machen können. Und hier einen Bürgersteig. Hier hättet man eine kleine Ampel hinpacken können. Wenn ich Bürgermeister für die Stadt Duisburg wäre. Hätte ich. So, als Beispiel, wenn ich der Bürgermeister von Stadt Duisburg wäre, hätte ich hier den ganzen kompletten Baumreihe hier auf der Mörserstraße komplett abgerissen, so wie auf der anderen Seite, hätte hier ein Fahrradweg gemacht und hier ein Bürgersteig. Ja. Dass die Fußgänger schön laufen können und die Fahrradfahrer schön in ihren Weg fahren können. Ja. Und die Bäumereihe hier schön lang. Ja, hier hört es auf. Die Hauptstraße geht natürlich ein bisschen weiter, aber es ist ja ein Zwischenpunkt, eine Ampelkreuzung Richtung Einkaufszentrum, Richtung Rheinhausenmarkt, Richtung Hochfeld und Lok. Ja, Lockport. Lockport ist auch ganz schön. Ich wollte ja nach an der Kölbe, vielleicht kommt noch morgen ein Lock an der an eine Brücke und die Bushaltestelle heißt an der Kölbe. Da wollte ich mal morgen oder übermorgen oder nächste Woche Ende mal mit euch dahin. Kann man mal Züge angucken. Die Brücke. Früher ist da ein Bus drauf gefahren. Das wird ihr ja an die Tage mal sehen, aber halt für den kleinen Anblick. Früher ist da ein Bus drauf gefahren und ein Auto. Und Autos halt. Heute ist das so gesperrt. Die wird umgebaut oder so oder abgerissen, keine Ahnung was. Wird ja halt die Tage sehen, wenn Mio, wo ich an der Bushaltestelle an der Kölbe bin. Und ja, ich meine, 25 Minuten Weg ist das. Ich hab da, wo ich zum ersten Mal hier lang gelaufen bin, hatte ich 10 Minuten. Noch ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Da war ich schneller als der Bus. Ich habe mal geguckt. Der Bus an Haltestelle Kreuzacker sollte um 12 mal kommen. Ich habe gedacht, komm, wir laufen mal. Da hatten wir schon 12 da. Der Bus kam ja nicht. Habe ich gedacht, komm, laufen wir bis Güntherstraße. Ab hier kam ich mit dem Bus gleichzeitig. Ich bin hier auf diesem Spur Bürgersteig lang laufen. Der Bus kam. Sag ich, geil. Gleichzeitig da mit dem Bus. Aber ich bin noch ein bisschen weiter gelaufen, weil ich meine Maske vergessen hatte. Ja. Ich habe ein bisschen weiter gelaufen. So, jetzt sind wir an
eine bekannteste Haltestelle, Stünning, sogar der Umsteigepunkt Richtung Bromberg, Weg und Rheinhausen, Markt und Stadtmitte. Ja, da sind wir auch schon an der bekanntesten Haltestelle. Da sind wir. Ja, irgendwas ist mit der Kamera los. Die Ampel ist auch rot. Schade, Mann. Schade. Aber wir sind auch gleich da an der Haltestelle. Und die Ampel ist wieder grün. Wow. Ampel grün. So schnell habe ich noch nie eine Ampel gesehen. Wo ich hier ankam, gerade war die sofort rot. Aber dann bleibe ich auch vor mir stehen, ist sie wieder grün. Geil. Ich hoffe, dass ich noch wieder 0 oder 12. Dass wir den mit auf Video haben. Ja. Zeigen wir mal. Die Bushaltestelle. Das ist die Bushaltestelle. So soll die in Johanniterkrankenhaus aussehen. So, hier halt der 923. Der 945, nur wenn MSV Duisburg spielt. NE2 TBA Taxibus 912. 920, 922. Die zwei Busse, die fahren auf Riemersheim ab, die fahren genau gleich. Halt nur in gleichen Zeit. Halt fast in gleichen Zeit, fast. Und der fährt halt genauso fast. Das wird der dann, ist auch von der DVG. Und so sieht die halt schon aus. Gehen wir mal. Und so sieht die Haltestelle aus. Und ja, genau da hinten ist die andere Haltestelle. Ja, ich hoffe, dass wir den 912 sehen. Nein, der 922. Also der 23er fährt um 4.30 Uhr. Hält der, guckt der erste Bus. Warte, so. Kommt der erste Bus. Der letzte Bus in eine Stunde Takt. Um 6.45 Uhr. Dann halbe Stunde Takt bis 19.45 Uhr. Bis 19.45 Uhr kommt der letzte Bus in halben Stunde Takt. Ab 20.30 Uhr in Stunde Takt bis 22.30 Uhr. Was ist das? Oh, wie wir richtig rausgefunden haben, der 920er. Gehen jetzt auch mal über die Ampel, wenn die Ampel grün ist, ne, die ist natürlich rot, natürlich ist die Ampel rot. Das geht mir schon auf die Nerven, halt, das kennt ihr jetzt, ja, 920 nach, nach Rheinhausen, Markt, über, Mörs. Halt über Mörs, die kam von, keine Ahnung, Kaplinfort oder so, Kaplinfort. Wir gehen mal gleich an die andere Seite von der Haltestelle. Haben wir mal den 912 mit auf das Video. Guck, habe ich schon gesagt, wenn du an 12 kommen willst, dann nimm ich das mit auf das Video jetzt. Und der kam direkt mit auf. Das wollte ich. Ja, wir gehen jetzt auf gleich Bussteig 2. Ja, Bussteig. Ich dachte erst, das heißt Gleis 2, weil in Duisburg Hauptbahnhof irgendwie nennen manche Busfahrer einfach Gleis 1, Gleis 2. An einer Bushaltestelle. Ich wusste nicht, dass die Busse auf Gleisen fahren. Wusste ich nicht. Ja, hier ist die Haltestelle Stünning. Die hält auch dieselben Buslinie. Und ja, dieselben Buslinie laufen, die sieht so aus. Auch von der DVG. Sieht so aus. Wow, auch von der DVG. Ich konnte gerade nicht filmen, weil
da habe ich für Fahrgaststadt und wartet auf den Bus. Ich weiß nicht, ich glaube auf den nächsten Bus, der jetzt gleich kommen soll. Ich meine der 922. Weil der 900, ich weiß, dass der 922, wenn der 912 kommt und der 922 direkt danach kommen soll. Ich meine direkt danach oder ein bisschen später. Denn 22. Den will ich jetzt mit auf das Video haben. Weil die Homberger, der Homberger Busfirma, die haben neue Busse. Ja. Neue Busse mit USB-Ladeanschluss. Ja. Ne, der 912. Iveco-Bus. Iveco-Bus Richtung Neukirchenflügel. Achso, der hat Neukirchenflügel gestartet. Ich meinte immer, der 912 fährt bis nach Blindfort. Ne, Neukirchenflügel, Flügel Südring. Flügel Südring. Ein Iveco-Bus, das ist mein Lieblingsbus. Mit dem bin ich mal gefahren. Habe ich noch nie mal erzählt, oder? Habe ich mal irgendwas erzählt? Doch, ein City Skyline. Ein City Skyline-Part. Ich meine Part 9 oder so. Ich weiß nicht, welchen Part das war. Ich meine Part 9. Ich glaube, jetzt kamen alle Busse. Ich meine, der nächste Bus wäre in 15 Minuten später, der 920, Richtung Duisburg Hauptbahnhof, Osteingang, meine ich, 15 Minuten später. Weil ich weiß, dass die Busse, erst kommt der 920, dann der 922, dann der 923, dann der 912, dann wieder der 29, 20, ja, Tempo ist grün. Wir sind gleich an der nächsten Bushaltestelle. Wie lange bin ich schon auf? 47 Minuten? Okay. 47 Minuten finde ich genau gut. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Bushaltestellen schaffen. Sonst reiche ich das in mein zweiter Part. Oh, Platten. Oh, ein Auto hat Platten. Mit einem Lieferanten. Ein Umzugswagen hat einen Platten. Dann gehen wir mal da hinten, Güntherstraße. Meine, der Bus, denn eigentlich müsste jetzt gleich der 920. Meine ich jetzt. So als Beispiel. Wo kam er schon? Zweimal den 912 und einmal den 24 drauf. Oh, alles gut, alles hin. Aber wie heißt der? Keine Ahnung. Okay, da wartet jetzt ein Fahrgast. Ist jetzt unbequem. Da geht zu viel. Es gibt einen Bushaltestelle. Es hat keine Bushaltestelle. Weißt du. Ja. Ich blende mal ein Foto mal ein. Okay. Ich meine, der 920er müsste gleich kommen, weil wenn jetzt ein Typ mit Koffer steht, ja, müsste der einfach. Eine Bushaltestelle gibt es. Es hat keine Erwartungen, kann man sich hier hinsetzen kann. Und hier bin ich immer eingestiegen, wenn ich von meinen Kollegen nach Hause gefahren bin. Und ich hatte immer Fußschmerzen gehabt und wollte mich immer hinsetzen. Da. Ohne Halsschlauße. Güntherstraße. Ohne Halsschlauße. Ich musste mich immer bis zu der Halsschlauße laufen über die Ampel einmal und dann bis zu der Halsschlauße Güntherstraße laufen mit dem Warthäuse. Und hier habe ich nicht gekriegt, Alter. Dann laufen wir mal gleich wieder zum Park. Oder warte, wir gehen mal zum der Haltestelle.
bin zur Hauptstelle. Ich bin Zettel. Ohne Wartezeug. Ja. Fahrgast mit Kopf anhalten, dann denke ich immer, neuer 20er kommt. Weil der neuer 20er hält direkt am Hauptbahnhof und was wollen die Typen? Mit dem Bus, mit dem Koffer. Natürlich, zum Hauptbahnhof. Und da gibt es nur der eine Bus, der nach Hauptbahnhof fährt, nach Duisburg, der in Gütterstraße hält. Es gibt noch einen anderen Bus, der hält auch im Hauptbahnhof, aber der hält ein bisschen weiter weg von Gütterstraße. Da bin ich auch manchmal ausgestiegen, da ist öfters mein Kollege auch manchmal eingestiegen, wo er zum ersten Mal kennengelernt hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das zeige ich auch bald auf meinem Kanal. Dann gehen wir mal zu der einen Haltestelle hin. Zu der Haltestelle Günterstraße. Ich meine, der 922 müsste gleich kommen. Weil der 12 müsste. 22, der 22 kommen. Hier ist die Haltestelle Günterstraße. Godesberger Straße, das ist die längste Duisburger Buslinie, die ich jetzt gesehen habe. Die hält von Friemersheim über Rheinhausen, Homberg, bis nach Ruhr, bis nach Beek. Ist auch von der DVG. Von Friemersheim bis nach Baal, über Homberg, wow. Duisburg hat immer die besten Busverbindungen. Genau wie der NE12 ist nach Rummeln. Wissen wir ja. Da fährt der immer nachts, genau wie der TBA. Die fahren, da fährt das ist auch ein neuer Bus hin. Die fährt auch nachts, das sind Taxibusse. Genau wie der NE12. Die hat auch komische Zeiten. Ich frage mich, warum haben alle Busse komische Zeiten? Frage ich mich, warum? Warum haben alle Busse von den. Ich finde nicht unlogisch. Warum fährt die hier in Duisburg? Nichts gegen Niak. Ich mag gerne Niak. Aber Niak, einfach die schlechte Busverbindung, die schlechten Taktzeiten vom Busse an der Bushaltestelle. Kommt immer an bestimmten Zeiten. Oder die Busse haben Verspätung bei mir. Ich hab da, von einem Block halbe Stunde auf einen Niak-Bus gewartet. Auf einen Niak-Bus. Halbe Stunde lang. Bus kam nicht mal. Nee, er kam nicht. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann wird das Video morgen in zwei Teilen gehen, weil wir haben jetzt die Zeit über 50 Minuten überschritten. Ja, ich hoffe, dass noch ein Bus kommt, den ich zeigen kann. Ansonsten, wenn der nicht kommt, dann laufen wir zurück. Ja. Sonst ist es sehr schade. Ich würde einfach mal sagen, bis dann. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und Livestreams verpassen wollt, in meinen Vlogs, das kommt täglich, neue Vlogs, wenn ich mal spazieren gehen oder mit großen Bahn fahre, kommen immer neue Vlogs. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Es kommen immer neue Videos. Neue Livestream, auch neue Let's Play Livestream und ja, und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, den ersten Teil, aktiviert die Glocke. Es kommt noch ein zweiter Teil, ich meine morgen oder Samstag, ich weiß nicht wann. Und ja, wird ja schon einfach sagen. Bis dahin, ciao. Ciao.